Und sag mal, grüezi miteinander und herzlich willkommen. Nächste Runde Automobilista 1, meine Damen und Herren. Und diesmal fährt mit mir nur der Joker. Oder auch nicht. Hallöle gesagt. Das hat man gar nicht gehört, Joker. Das ist auch passiert wie bei Jake vorhin, den hat man auch nicht gehört. Wir haben jetzt eine... Jake ist jetzt nicht mehr, hat sich am Ende der letzten Folge verabschiedet. Wir testen jetzt dafür wieder eine ganz neue Strecke, gell, Joker? Indonesia Circuit heißt sie. Wir wissen nur nicht, ob es jetzt eine echte oder eine fiktive ist. Ich würde behaupten, es ist eine fiktive. Aber Race Department gefunden. Die erste Kurve ist auch toll. Ich fahre den Jordan von Trulli und Joker hat den Ralf aus dem Williams geschmissen. Und mit der Mod hatte ich damals noch nicht so gut mich anfreunden können seinerzeit, als wir die zum letzten Mal auf dieser brasilianischen Strecke vor 2 Jahren gefahren sind. Aber ich habe vorhin zum Joker schon gesagt, das kann man gar nicht mehr vergleichen, wenn man die letzten 2 Rennen sieht, wie ordentlich die waren. Manicur war jetzt unglücklich in der Aufnahmesession, weil da konnte ich nichts machen, aber... ja... Also da haben wir uns auch verbessert, würde ich behaupten, in dem Spiel. Und die Kontrolleinstellungen, die du mir damals gegeben hast, die kommen mir entgegen. Ich hoffe, dass ich sie auch mal gescreenshottet habe sogar. Meines habe ich sogar mal gemacht. Wie geil das ist, Joker, mit diesen alten Autos, mit den aktuellen Banden hier. Aber ich meine, die Strecke habe ich zum ersten Mal schon mal gehört in R-Factor 2 und hätte sie sogar dort mal im Workshop runtergeladen. Daher war mir die gleich irgendwie bekannt. Für Automobilister. Aber gefahren bin ich sie dort auch nicht damals. Sie ist eigentlich echt gut, aber ich muss sagen, dass mir bislang so die 2-1er-Mod hier noch nicht entgegenkommt. Sie kommt schon beim Hinzufügen, liebe Zuschauer, nicht entgegen, wenn man da erstmal alle Testfahrer, die haben da echt, der Modder hat ja echt aus jedem Team alle Testfahrer und wenn da noch viele Fahrerwechsel waren, das wurden ja bei Jordan zum Beispiel fuhr ja dann Zonta ein Rennen und dann Alesi die Saison zu Ende und der fuhr dann der Frenzen bei Prost zu Ende. Da gab es noch Masakane und Burti und bei Ben, bei Jaguar gab es ja auch noch einen Wechsel. Mann, Burti, du Alter! Burti Irvine, den kann er nicht halten. Aber die Strecke hat schon vom ersten Angucken hat schon was. Ein freundliches Hüber. Voll, danke, Burti. Ich finde auch, dieses Auto sieht auch noch schön aus, der Jordan 2.1. Jetzt sind wir jetzt letzte zweimal sauber gefahren in 99 und 2000 und dann sind wir zu Jordan gewechselt. Jetzt. Die Cockpit-Kamera ist gut gemacht. Ich beim Benetton weiß ich gar nicht mehr, da war die nicht so weit weg. Kann aber sein, dass ich jetzt vorhin im Replay vielleicht auch was verstellt habe. Mit meinem Rum. Man kann die Kamera ja auch einstellen mit den Numlock-Taste, Joker, glaube ich. Da war doch was. Boah. Aber so wie das aussieht hier, das Umfeld, Joker, würde ich sagen, das ist eine fiktive Strecke. Aber schön gemacht. Hier hat mich sehr an Zentool. Zentool. Das hier erinnert mich an Hockenheim-Selle-Tribünen. Also ein bisschen Zentool und das Infield ein bisschen von, was wir letztes Mal hatten, Okayama. Ich glaube, hier sind die Mod, ist die Mod wieder empfindlicher, oder? Mit Schaden, kann das sein? Ja, das ja, aber... Also ich glaube, Freund von der 2-1er-Mod werde ich nicht unbedingt. Obwohl das auch noch schöne Formel-1-Autos waren. Ja, das schon, aber es ist fahrtechnisch... Oh, ich komme bisher ganz gut zurecht. Vom Einlenken beziehungsweise vom Bremsen ist das bis dann auch nicht wirklich meins. Lustig, weil ich habe bis jetzt noch kein Problem, mal hier die üblichen Verbremser, die man immer hat, aber... Ja, das ist ja auch eine Strecke, die du nicht weiter kennst. Und wie man nach 2 Runden schon sagen kann, finde ich gut. Also man kann die Strecke schnell lernen, sagen wir es mal so. Das erinnert mich so ein bisschen an Fuji oder Korea, was mal war. Ja, Esses muss auch in jede moderne Rennstrecke heute rein.
Aber wenn der Tilke sie gebaut hätte, hätte es 5 Kilometer lange Geraden gegeben. Mit 5 DAS-Zonen drauf. Schönes Wald. Schönes Wald. Schönes Waldstück. Also der, wo das erstellt hat, in welchem Programm auch immer. Und tschüss. Ein Dreher. Die Andrea aus dem Spiel. Ich komme ganz und gar nicht hier mit der Karre klar. Hier müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder meine Einstellung so ändern, dass vor allem das mit dem Einlenken besser klappt. Ja, da müsstest du eigentlich 100.000 Presets für jede Mod. Das war doch das Thema, was wir mal vor 2 Jahren in Project Cars mal hatten. Wo du gesagt hast, da müsstest du dir für jede Fahrzeugklasse ein Lenkungs- Einstellungspreset mache. Bei Project Cars war es, glaube ich, noch krasser. Ja, ne, hier müsstest du genauso viele machen, wenn du alle möglichen Rennklassen ja auch spielen würdest. Also so ist es ja auch nicht. Wenn die alle andere Fahrgefühle und so was alt haben, aber... Na, dann stimmt das ja mit dem Motorsport-Simulator ja schon wieder. Mehr als beim zweiten Teil. Naja, du merkst ja nun die ganzen Mods, wie anders sich alle fahren, wie der 94er nun sonst wie. Den habe ich noch nicht ausprobiert, aber du hast mir schon angekündigt, der könnte mir keinen Spaß machen. Ich dachte, ihr seid den damals mal auch irgendwann gefahren? Nee, ich glaube, der ginge mal nicht bei mir. Ich glaube, ich hatte eine andere Version oder sowas. Gelb, da muss ich ja auch wieder einer weggelötet haben. Oder das übliche Gelb, wenn einer in der Box und die Zeit weiterläuft. Ich merke halt am Kurvenausgang, da kommt mir gern das Heck. Will mir das Heck entgegenkommen vom Jordan. Das ist bei den S's nicht ganz so angenehm. Ach, come on. Lenk doch ein. Wäre jetzt die DRS-Zone, aber das haben wir nicht in der Mod. So was gab es da noch nicht. Das kam erst 20 Jahre später. Ne, Quatsch, 10 Jahre später. 2011 kam DRS. Also ich würde vor allem bei dem ersten Sektor hier, wo die S's sind, total aufpassen nachher. Ja, da kommt auch immer mein Heck so ein bisschen. Nee, aber weil das letzte Stück war, wollte ich da nicht von schnell fahren, da bin ich dann die Boti hinten drin gekachelt und da ist er abgefackelt. Also das kann dann schnell zu Ende sein, das Rennen sei ich wieder. Ach man. Ah, diese schnellen Kurven. Will er überhaupt nicht. Oh, da habe ich jetzt nochmal gut Zeit rausgeholt. Ja, reicht aber nicht für eine Positionsverbesserung. Reicht nur nicht immer, um den Joker zu überholen. Weil in dem ersten Abschnitt bin ich nicht schnell genug. Na, jetzt haben wir es total verhauen. Na, machen wir mal einen Crashtest, wie stabil die Mod ist. Oh! Ja, nicht allzu stabil. Aber ich glaube, da sind die Reifen schnell abgenutzt. Wieder mal 3 Fahrer, die es wohl nicht schaffen, eine Zeit zu fahren. Oh. Burti. Alesi fährt jetzt raus und Montoya. Nehmen wir uns mal ein paar Sekunden Zeit, um mal Joker und mal Außeneindrücke von dieser doch schön gemachten Strecke zu bekommen. Come on, das ist kotzen. Ich finde, die hat sogar ein bisschen mehr Flair wie der Norwich Park, wo wir uns letztens anguckt haben. So mit dem Wald drumrum. Das hat so ein bisschen mehr Flair. Als das Norwich Park mit diesem Sochi-ähnlichen Stadtzammegeklöppel. Cockpit sieht ein bisschen komisch aus von dem Williams.
Damals mochte der Joker noch Williams, oder? 2-1 habe ich gar nicht Formel 1 wirklich so verfolgt. Ach stimmt, das waren ja die 2000er. 2000, ja, und dann ab 1 nicht mehr, gell? Bis zur Alonso-Zeit 2005. Kann halt auch mal wieder sein, dass ich Bahrain gesehen habe, aber ich habe mich nicht wirklich dann dafür faszinieren können. Also wenn halt mal der Fernseher an war, mal kurz reinguckt, hat's geknallt, nein, ausgemacht. Ungefähr. Dann als es mit aber dann mit als Alonso so aufkam, dann wieder mehr das Interesse gehabt. Als du gesehen hast, der Alonso, da schlägt einer Schumacher jetzt. Also so ein Grand Prix könnte ich mir, würde ich dann eher sehen wollen in Indonesien wie in Saudi-Arabien. Oder ja, in Abu Dhabi. Das sind eigentlich nicht unbedingt Länder, wo ich sagen würde. Und da jetzt eine Formel 1 Rennen veranstalten muss. Ich meine, es wird es in Indonesien eh nicht geben. Das hatten sie aber mal vor, 96 war ja Sentul mal dafür gebaut worden, für Formel 1. Das ist dann aus weiß verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen. Das hätte sogar Saisonfinale sein sollen, Sentul. Ui. Da hat er nicht eingelenkt, oder? Da täuscht mich, oder hat er da nicht einlenken wollen? Er lenkt bei vielen mir nicht ein. Der Michi will nicht mehr rausfahren? Doch, doch. Ach, Hard Compound habe ich hier eingestellt. Ja, dann machen wir mal Soft Tires. Dann gucken wir mal, wie Soft Tires so fahren. Na, komm raus. Die Strecken, wer Automobilista hat, Automobilista 1 bei Race Department, haben wir diese Strecke runterladen. Genauso wie der Norwich Autodrom und der Gash Park. Er kommt nicht mit der Kiste rum. Kannst linken, wie du willst. Und schon mindestens Zweiter. Komm schon, Heck in den Seif, mein Freund, bam! Ah, immerhin, Joker. Bei dir reicht meistens eine Fabelrunde. Ja, aber von 10. Aber die Sache ist halt, dass jetzt im Rennen das wird wahrscheinlich nicht lange gut gehen. Weil jetzt einfach könnte, mal Glück, dass ich jetzt so eine Runde hinbekommen habe. Das könnte, wenn es dumm läuft. Wir haben gesehen, der schadensempfindlicher auch wieder ein Manikur werden. Also nicht, dass der Joker uns jetzt wieder ins Auto dreht, aber dass halt recht schnell die Nummer aus sein wird. Aber wenn ich mich überlege, wie blöd es gelaufen ist, wie ich da nicht zurechtkam damals in dieser Velocita-Strecke. Da kamst du irgendwie besser zurecht noch vor 2 Jahren mit der Mod. Macht bei Mika fällt nichts ab. Oh, wieder schön. Also Joker transferiert, der übernimmt jetzt meine Fahrleistung und ich übernehme seine. Ach, kann man aber auch so nicht sagen. Lebensgefährlich, was ich da mache. Lebensgefährlich. Ach ja, super. So, letzte 48 Sekunden. Ja, ich werde jetzt nochmal eine Zeit fahren können. Benson Schumacher. Frenz Wetter die Box. Schumacher fährt eine 1. 41,2 verbessert sich nicht. Risiko. Risiko auf die 7. Was man hier schon sehen kann, dass sich mal der Reifenwechsel auszahlt. Wenn man mal, ich habe die ganze Zeit nur auf hart gefahrenes Qualifying. Was das nochmal ausmacht, wenn man mal schnell nochmal für eine Runde die Softs aufzieht. Geht auf die 10. Leitfeld kommt über die Linie und von 15 auf 8. Da hat aber eine schöne Chartplatzierung aufgeholt.
Panis könnte jetzt noch. Panis bleibt draußen. Momentan auf der 16. Und verbessert sich nicht mehr. Er kommt jetzt in den letzten Sektor. Turn 17. Schön, dass die Schilder ja sind. Oh, das ist nicht so gut. Komm jetzt hier auf die Straße. Dafür kann man hier durchziehen. Zeitverbesserung wird's. Aber mehr auch nicht. Aber dann testen wir mal, wie schnell das hier. Bäm. Ich würde sagen, da hat's ein bisschen was zerlegt. Der Irvine könnte vielleicht noch eine Runde. Joker hat nicht mehr drauf geschaut. Ja, habt ihr gesehen, der die beiden Reifen vorne weggeballert sind. Schade, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass noch ein bisschen mehr Zeitverbesserung geht. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen näher rangekommen, aber. Ja, man geht an die Box, das war's dann wohl. Aber jetzt sind alle durch. Boti ist der Einzige, der keine Zeit hinbekommt. Der fliegt auf. Der Reifen. Der bounce da nochmal in die Zuschauer. Das ist lebensgefährlich. Im Boti habe ich auch ein Gewissen. Deswegen hat er keine Zeit hinbekommen. Ja, es sind immer noch 4 Sekunden. Bei der Mod muss ich sagen, ich glaube, dafür die Mod bin ich tatsächlich zu langsam. Da kam mir doch 2099 wieder mehr entgegen. Ja, kommt doch, denke ich mal, mehr auf die Strecken an. Wenn du gerade so eine Strecke hast, wo du eh noch nicht so groß kennst. So, wie sieht's jetzt aus? Ich gehe mal wieder auf Hartreifen. 26 Laps, das müsste eigentlich reichen. Ah, 15 Runden reicht aus. Gehe ich auf Soft oder auf Hard? Ich gehe mal nicht mehr. Ich bin auf Hard gegangen. Soft war jetzt eigentlich nur für ein Qualifying gedacht. Achso, nicht so dauernd auf Gas treten, sonst mag das der Motor ja gar nicht. Ja, das ist also bei F1 besser, ansonsten, wenn du da deine. Bei F1 ist es, glaube ich, scheißegal. Nee, aber umso mehr nimmst du natürlich deine ganze. Sag schon, Benzinmischung, ja, weg. Das zieht ja alles nach unten. Ist ja das Problem dabei. Welle Neuwe mal wieder. Viel Spaß, viel Glück, Joker. Da kommen wieder die 5 Ampeln. Los geht's. Zum Indonesien Grand Prix. AI kommt schlecht weg. Erste Kurve. Geht so, würde ich sagen. Ui. Oh Gott, was ein Crash. Ich hab Frontwing weg. Und in der ersten Schikane haben 3 ein Crash gehabt. Und ich bin auch einem drauf geeiert. Ja, da war eine schadensunempfindlichere 99er oder 2000er besser. Aber da verzeiht ihr vor allem F1 mehr. Na komm, Schumi, jetzt. Ui. Oh Gott, da. Da stehen auch 2. Ja, ich auch. Ich habe jetzt auch das Hinterrad weg. Schumi und Masakane. Masakane hat es erwischt bei dem Crash jetzt. Fahr ich hier, Mann! Was ist beim Joker? Fehler. Ich dachte, du wärst jemand rangeballert gerade. Bin halt in der Strecke meistens gerade mich wieder verbremst oder wieder nicht einlenkt. Physikella und Physik, kannst du vergessen. Physikella und Marquez müsse da in dem Startcrash verwickelt gewesen sein. Ich hatte eh Frontwing kaputt und hab dann ungespitzt bin ich in den Michael Schumacher rein und dabei habe ich aber den Masakane zerschrottet. Der war wohl auch noch davor. Weil das Rennen hätte ich vergessen können, glaube ich. Wenn ich da in der Box komme, bin ich überrundet. Oder wenn du halt mit der Einstellung auch hinkriegst, dass du halt dann nur deine Schäden reparierst.
Aber ich habe schon gemerkt beim Start, die verzeiht nicht so viel, die Mod. Da verzeiht der F1 sogar ein bisschen. Was heißt hier unter Mod? Da musste man jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt bei fast jeder Mod um die 10% an Schaden drin. Da musst du halt weniger machen. Hat er mit der Mod in dem Sinne. Achso, im Schadenswert. Es ist jetzt unglücklich gelaufen, sagen wir so. Man muss ja auch sagen, ich kannte die Strecke ja auch noch nicht. Du bist ja schon mal ein bisschen gefahren. Ja, aber ich hatte dir ja gesagt, wenn du jetzt da startest weiter hinten, dann wirst du halt, wird die KI sich auf jeden Fall da wegdödeln. Gerade in dieser ersten Kurve oder in dem Schikanenteil danach. Ich habe mal wieder meinen üblichen Start nach vorne geprescht und dann gebremst, aber das war nicht ganz reich. Ich weiß auch gar nicht, wem ich da drauf gescheppert bin. Das werden wir uns dann alles nochmal angucken. Wir gucken mal an hier der Joker, was er so leistet. Und er führt vom Villeneuve mit 2 Sekunden. Der Schumacher auf der 18 Krebs darum. Ja, den habe ich ja weggekegelt und dabei ist der Mazzacane draufgegangen. Und Fisichella und Marquez, da war vor mir ein Startcrash noch. Boah. Ah, die Esse sind übel. Während du gerade so ein bisschen ja, locker wegfahre, würde ich es nicht nennen, aber bisschen wegkommst, kann ich mir mal die anderen Fahrer angucken. Ah ja, die kam, das sieht man auch die unterschiedlichen Autoformen. Den Williams und den BAR, der Benetton, da war der Jordan. Der Jordan sieht furchtbar lang aus gegenüber den Benetton. Also grafisch ist der Mod gut. Oh, Heinz Harald geht an die Box. Wiederholungsdienst? Nee, im Live-Bild. Ich schalte jetzt gerade durch. Der Jordan sieht irgendwie länger aus. Oh, der Jaguar hat eine hohe Kamera. Das ist ja gerade hier keiner an der Box, deswegen wundere ich mich gerade. Heinz Harald geht an die Box. Ich guck mal, ob der irgendwas. Ah, Frontwing hat er ab. Wo hat denn der sich den abgefahren? Das habe ich nicht mitgekriegt. Oi, da. Also für Jordan ein Desaster. Der Beißler schmeißt weg. Der Heinz Harald kachelt auch einen drauf. Und da dreht sich vor Schreck der Jean Alesi weg. Also ich würde sagen, Joker für Jordan ist das ein Desaster, oder? Beißler weg, Frenzen knallt einem drauf. Na, da geht er in die Box. Das ist wenigstens eine schöne, schnelle Box. Nein, die hat auch zu schnell genommen, der Heinz Harald. Mal gucken, wie lang sein Stopp geht. Da kommt auch der Schumi wieder vorbei. Die Anzeige ist so verbuggt. Den Frenzen, sein Stopp geht jetzt 400 Sekunden. Ja, auch geil. Ne, ist schon wieder ganz schneller Stopp, aber das nützt ihm nichts. Kimi ist raus. Kimi ist mittlerweile auch raus, Joker. Joker führt. Also auch Kimi hat es irgendwo zerlegt. Also es falle hier wenigstens auch mal welche aus. Ich glaube, in Codemaster spielen wird schon auch noch mehr Ausfälle wünschen, oder? Obwohl, das ist dann ja nicht realistisch für 2000. Vor allem bei diese 5 oder 10 Runden wäre schon geil, wenn da mehr ausfallen würden. Wer gefällt dir erst bei 25% 1 oder 2 aus? Das wäre cool, wenn man so eine Einstellung hätte, oder? Mit so einer Ausfalleinstellung oder eine Schadensempfindlichkeit oder irgendwas, wo man das einstellen könnte, dass mehr ausfalle. Es gibt ja nun die Mod mit extrem Damage und so was, Alter, dann hast. Ja, der kann doch nicht Multiplayer spielen, gell? Die musstest du ja mal rausnehmen für einen Karrieremodus. Jetzt ist ja logisch, dass das nicht funktioniert. Denn wir wissen ja, wenn du halt eine F1-Mod machen willst, dann brauchst du verdammt viel Arbeit. 300 Stunden. F1 220. 300 Stunden, dass er 2 Dreierkarre vom Williams da so ummodellieren konnte.
Montoya fährt Auto. Also die unterschiedliche Fahrzeugformen faszinieren mich eigentlich an der Mod. Also grafisch ist das sogar der am hochauflösendsten, sag ich mal. Weil man da wirklich die Texturen gut erkennt. Also wenn wir die damals gefahren sind, hat man es ja nicht so gut erkennt, aber ist ja klar warum. Weil ich damals ja auf Mittel gefahren bin, wegen dem alten PC. Aber jetzt sieht man erstmal die wahre Schönheit. Der 2000er Mod waren manche Autos etwas überbelichtet. 99 war auch okay, aber ich glaube so vom grafischen her ist der 2.1er tatsächlich am best gelungenste. Ob das jetzt im Video für euch auch so rüberkommt, ich hoffe sehr. Vor allem die unterschiedliche Fahrzeugformen finde ich faszinierend. Damals waren die Autos noch unterschiedliche Fahrzeugformen. Der Bernoldi wäre der Letzte mit Punkten im Moment. Hat der mal Punkte geholt? Bernoldi? Mhm. Das muss ich mal überlegen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Ich hätte jetzt fast gesagt, der hat mal auch irgendwie Punkte geholt, aber... Wenn, dann entweder in... Wird mir jetzt Hockenheim einfallen, wo so viele rausgecrasht sind. Dem Rennen. Ich weiß, Bernoldi ist in Erinnerung geblieben, als er da den Kultat so lang aufgehalten hat, in Monaco damals. Als der ja von Pole Positions Auto abgewürgt hat in der Aufwärmrunde. Der war auch anscheinend auch Red Bull Junior Fahrer, aber so die große Nummer war der auch nicht. Hat auch nicht groß was bewegt. Auch der BRR ist schön. Nochmal ein Auto, den man sich angucken könnte, sollte man die Mod nochmal nehmen. Na, Runde 6. Ja, Heinz Harald wirst du nicht mehr überrunden. Blick oder nicht? Ja, du willst einfach nur versuchen, den Stiefel hier runterzufahren. Bin froh, wenn ich hier Kieren irgendwie gerade begegnen muss. Ja, weil es könnte nicht gut enden. Weil ich jetzt so halbwegs so ein bisschen in dem Kurs auch drin bin. Da hast du den aber ein bisschen Vorteil gehabt. Du bist den ja vorher mal offscreen heute Mittag wohl schon mal gefahren, gell? Ja, zwei Runden, aber mehr auch nicht. Ich habe die Kurse damals reingeladen und dann eben nur das, was wir aufgenommen haben, gefahren. Aber ein Kurs, den man sich auf jeden Fall öfters auch mal geben kann. Aber mit anderen, so also mit einer 99 Mod, wäre das sicher auch mal interessant. Oh. Den hast du auch gemerkt, ne, den Hüpfer. Ja, sicher. Ah, diese Curbs auf den SS. Passt irgendwie nicht. Die Strecke wirkt sehr modern und passt nicht zu den 2.1er Autos, wo es eben diese Übercurbs nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, da nicht mal diese ganzen richtig großen Curbs. Diese die kannst du hier noch nehmen. Die kannst du hier noch im Süd. Diese gelben, ja, die gab es damals noch nicht. Da hat man normale Körb gehabt und dann so Kiesbett, wenn man draus gerutscht ist. Button gegen Villeneuve. Der Benetton eine Heckflügelkamera? Ja, hat er. Das und das. Und auch der Heckflügel mit der Mile 7 Schriftzug ist genial. Oh, da steht er, da steht er. Was passiert, Joker? Dreht. Hast du Glück, dass du schon 6 Sekunden Vorsprung hattest? Weißt du, Glück. Jetzt sind sie ja weg. Jetzt kommen wieder mehr Fehler. Nein, aber dann wären sie an dir vorbeigefahren, Villeneuve und Button. Wären sie jetzt immer noch. Oh Gott, die Vorderreifen sehen ja auch schon aus, mein lieber Mann da. Na, die haben ja wirklich, die cranen ja wirklich. Das ist auch grafisch gut dargestellt.
Bleib mal in deiner Heckflügelansicht. Diese Doppelheckflügel. Das war auch immer so eine Mode. Oh, hier kapier ich nicht. Na, ja, der Marquez hat ein Rad verloren. Da gehen wir wieder auf Villeneuve und gehen mal seine Cockpit-Ansicht. Man muss aber hier einerseits noch auf Button aufpassen. Aber wirklich viel passiert momentan nicht mehr. Positionen sehen sehr bezogen aus. Ja gut, Alonso, Alesi, Häkkinen. Coulthard. McLaren kommen auch nicht zurecht. Ja, Schumacher habe ich weggekekelt und Frentzen hat sich den Frontwing abgerissen. Aber die McLarens kommen hier nicht zurecht. Da ist sogar ein Prost vom Alesi vorne. Gut, es ist auch ein Arrows von Bernoldi mit dabei. Der Heckflügelkamera hören sich so die Schalt- und Beschleunigungssounds ein bisschen merkwürdig an, aber ansonsten ist das. Wenn man mal beim Villeneuve gucke, was der Button macht, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass da nicht mehr viel passieren wird. Sieht bis zu Platz 8 sehr belegt aus, die ganze Position. Ne? Aber die haben dich noch in Sichtweite, Joker. Das ist mir schon bewusst. Ich gehe mal weiter, gucke, was da hinten zwischen Alonso, Alesi und Häkkinen. Da kommt der Häkkinen auch ganz schön in Schlingern. Ja, Alesi könnte da noch Platz 8 übernehmen. Dafür hat es aber leider damals nichts gegeben. Es war ja erst 2003 bis 2009, dass es dann für 8 was gab. Na, der Alonso ist zu weit weg, da wird er nichts mehr schaffen. Aber der Mika könnte seinen Platz noch loswerden. Bist du schon in der letzten Runde, Joker? Die Reifen wollen jetzt aber auch nicht mehr. Die sehen nicht gut aus. Sind aber auch bei den anderen nicht besser aus. Wenn ich das jetzt für Freitag bereue, dass ich jetzt hier gerade so viel fahre, weil der Stick ja bei dem Controller nicht der beste ist. Das ist mein Daumen hier. Das ist das Training jetzt für Freitag. Dann habe ich dann keinen Daumen mehr, dann kann ich nicht antreten. Weil der Sticker hier kaputt ist, schon ist ja der Gummiüberzug weg. Du, können es auch dann nach dem Rennen dann auch mal für heute sein lassen. Ja, oder? Das schon, aber trotzdem. Da hast du ja immer noch 2 Tage Erholungszeit. Ja, da bin ich mir sicher, ob wir nicht trotzdem ja heute noch auf was fahren. Das kann man sich auch nicht sicher sein. Das hast du natürlich auch wieder recht. Es kann auch sein, dass wir eine Traktor machen. Kann auch sein. Da musst du wenigstens nichts machen. Und jetzt nehmen wir mal Außenansicht, die letzten Meter. Da kann man schön die Linie nehmen. Und da sage ich mal, Gratulation, Joker. Hast es geschafft, gegen Jacques Villeneuve und Jenson Button zu bestehen. Ja. Montoya 4, ja. Irvine 5 und Burti holt den letzten Punkt.
Dann Panis, Häkkinen schafft es am Ende noch vor Alesi. Dann Oldi, genau. Dann Alonso, Coulthard, Heidfeld, Burti, Barrichello, Verstappen, Schumacher und da dödelte Heinz Harald hinterher. Räikkönen, Beißler, Mazzacane, Fisichella und Marquez, die sind rausgeflogen. Das kann mal passieren. Ja, eigentlich war ja auch nur diese Startrunde nochmal sehenswert. Auf jeden Fall, weil... Und ein Dreher vielleicht noch. Aber ja, eigentlich haben wir hier Lost Connection. Ja, ich lost sie jetzt auch mal. Ich lief sie Dreck jetzt. Oh, es wird nochmal an hier. Gucken wir uns das nochmal an. Das Indonesia-Rennen. Pertamina Indonesia. Ach, da sind auch so grün markiert auf der Karte die DAS-Zonen. Ja, die Schilder hat man gesehen. Na, dieser letzte Sektor, der hat es, der war recht schnell. Ich spule auch gerade mal schnell vor und will meinen Start sehen. Ja, hier wird eine Reife geschwenkt wie so ein Idiot und da geht's los. Ja, die KI kam nicht besonders gut weg, da bin ich besser weggekommen, aber bei F1 wird so ein Manöver. Au, ich habe dem Marquez das Rad abgeholzt. Eieieiei, das kommt da schon. Und boom. Das war der Beißler. Ja. Da habe ich auf dem Gewissen. Der Marquez. Und da ist der Arrows hängen geblieben. Boah, da fliegen die Turnschilder rum. Aber es war noch nicht zu Ende, Joker, weil dann habe ich auf der ersten Geraden hier dann den Schumacher anvisiert. Ich der Reifen. Boah, da hinten. So, wie war das jetzt? Achtung. Ja, da habe ich den Mazzacane richtig getroffen und den Schumacher so halb. Und dann liege ich da auf dem Kopf. Bei Automobilista 2 Joker wäre ich ja nicht mehr wieder aufgehoben worden. Da wäre ich dann so geliegen geblieben. Das Emirates-Schild da. Das Flybetter-Ding da. Ja, doch Emirates da durch die Gegend fliegt. Beim Start, oder? In den Assets, wo du denn da gerade bist. Beim Start dann. Der das Schild ist das Beste. Aber ich glaube nicht, dass... Oh, da hinten, was ist da passiert? Da ist dem... Giancarlo ist der Motor abgeraucht. Ach nee, der ist auch getroffen worden. Wer hat dem das Rad abgeholzt? Alter, hast du den Schuh? Da ist der Bernoldi reingekracht. Und der hat dem Fisichella das Rad abgesenzt. Und dann, das ist schön, dass die noch 10 Meter weiterfahren und dann abgeholzt werde. Gucken wir mal. Alesi und Schumacher haben auch schön getroffen. Jetzt gucken wir aus der Sicht von Mazzacane, wie der Torpedo Beißler jetzt kommt. Ja, der Schumacher hebt da unsichtbare Körb ab. So, Torpedo Beißler zu. Die kann. Geh mal auf die Heckflügelkamera von Mazzacane, die war auch geil. Da müssen wir die Super Slow Motion nochmal bemühen. Da hätte ich den Alesi auch fast abgeholzt. Bäm, da fliegt der Jordan. Das wird dem Valvo nicht gefallen. Grüße an der Stelle. Liegt der Jordan auch an den Fuxi, den Jake und den Kenny und den Novien. Ja. Und den Joker. Und da kommt das Rad in die Ansicht geflogen. Und den Tien und den Schweizer und den Bergmann. Und da kommt das Rad angeflogen, spawnt ins Auto, fliegt nebendran. Ja, der Schumacher kann weiterfahren. Alter, wie das Rad sich da noch dreht. Kamera haben sie hier. Eine Strecke.
Gottes Rad, alter Falter. Das bounced einfach weiter. Hat der Joker was zum Lachen, wenn er sich das dann anguckt, wenn die Folge kommt. Das dreht sich unermüdlich weiter. Jetzt würde ich aber gern wissen, was ist mit dem Kimi passiert. Weil der ist ausgefallen, Joker. Aber warum? Und ich kann es mir vorstellen, Joker, weil hinter ihm war der Heinz Harald. Und ich habe doch gesagt, der Heinz Harald hat doch den Frontflügel weg, gell? Ich kann mir denken, was da war. Der ist dem Kimi draufgeeiert. Ich verliere ja nicht aus Spaß den Frontflügel. Das will ich gerne auch noch drauf haben. Soll ich jetzt die ganzen Folgen, die ich jetzt hier auch aufnehme, ob ich da überhaupt die nochmal durchgucke, um dann Folgentitel zu finden, oder ob ich sowas wie einfach bei F1 mache, wenn man einfach ein Thumbnail hat sich das. Das kannst du machen, wie du. Ja, wenn wir jetzt nur so talken, wird, ist es immer schwierig, sich einen auszudenken. Wenn ich gerade Valvo einen Gag reinbringt, den man dann nehmen kann. Runde 3 war das. Ja, ich hab's gerade gesehen. Die TV-Kamera hier ist auch sehr gut. Da bremst der Raycon. Alter, das hätte ich auch nicht besser machen können, Heinz Harald. Da wollte er mal das nachmachen vom Beißler. Da hat's den armen Kimi zerlegt. Gehen wir mal aus die Heckflügelkamera hier. Das Jordan-Team war heute das Torpedo-Kommando. Also, wir haben unseren Namen doch. Wir sollten uns nicht Jordan, sondern Torpedo nennen. Wenigstens auch schön, dass der Frenzen dann mit dem Frontflügel dann ohne Frontflügel nichts mehr anstellen konnte. Bei R-Faktor 2 hätte er noch ohne Probleme weiterfahren können. Oh, okay, da ist neben ihm dann der. Bei R-Faktor 2 ja, Joker, aber bei Automobilista nicht. Also ein Pluspunkt gegenüber. Das hat dich bei R-Faktor so angekotzt immer, oder? Die KI geht nicht kaputt, aber du verreckst. Der Alesi versucht da den Frenzen zu überholen, kommt da aber aufs Gras und dreht sich dann erstmal so halb. Kann man erst weiterfahren. Oh ja. Das war der Dreher, den ich vorher gesehen hatte. Der Heinz Harald an die Box. Aber da hatte ich es halt nicht mitgekriegt zu dem Zeitpunkt, was der da gemacht hat, dass der da den Kimi abgeholzt hat. Da ist der Alonso dann am Kultart durchgegangen. Also die McLaren waren nicht gut auf der Strecke. Aber die Ferraris auch nicht gut. Schumacher habe ich ja abgeholzt, aber der war auch vorher schon weit hinten. Ja. War gut, ein Duell mal gewesen. Boti und Barrichello hier. Die zwei Brasilianer. Herr Burti ist auch noch bekannt für die Szene. Burti Irvine, den kann er nicht halten. Ah. Der fährt ja auch unter anderem mit dem Zonda und so in dieser Stocker Brasil mittlerweile. Und der Jos spielt da auch noch mit. Wie heißt er ja? Jos Verstappen. Jos Verstappen. Ja, man hat da einfach ein P verschluckt beim Reinschreiben. Oh, wenn du meinst, dass der andere, oder wenn Frenzen hier noch im anderen Team, Heinz Harald hat den einer geschrieben. Ich glaube, da wollten sie ihn einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch schreiben. Es kann aber auch sein, dass da vielleicht zwei Leute an dem Mod gearbeitet haben. Der eine hat es auf Englisch geschrieben und der andere auf Deutsch. Der eine hat einfach keine Ahnung. Jos Verstappen. Das darf der Max aber nicht wissen. Wenn sie den falsch schreiben, würde der da sauer sein. Haben wir noch was Schönes, Joker? Wann war denn dein Dreher? Oh. Ich kann nur Runde 6 oder Runde 7 erzählen. Ich bin gerade in Runde 6. Mal gucken. Bin jetzt gerade beim Joker in Runde 5. Die Kameras, die habe ich so gar nicht gesehen, die Helikoptercam. Schön, dass ich die auf der Strecke auch eingebaut habe. Generell aber auch gute. Da haben wir
welche Kamera. Das war jetzt ein bisschen buggy, da die eine Ecke. Aber am schlimmsten war doch Marrakesch. Die Strecke ist zwar so cool, aber da haben sie bei Automobilista in der Version die TV-Kameras doch so verhunzt in Marrakesch, wo man nichts sieht. Ja. Oder hier, die wir letztens gefahren sind, die das Gesch. Gesch Park. War an einige Stellen nicht so gut. Hm. Zu oft auch zu niedrig dann gewesen. Aber bei Race 07 haben wir das auch schon gehabt, dass manche Strecke keine haben oder ganz beschissene. Für Marrakesch ist halt schade hier, dass ich das verhunzt habe. Runde 7, jetzt müsste es wahrscheinlich gekommen sein. Dann bin ich auf diesem gelben Ding da ja und. Da schauen wir uns jetzt auch nochmal an. 360, aber da bin ich dann wieder gut schnell gleich weiterfahren können. Das ist jetzt diese komische Schikane hier. Wenn man das Schikane nennen kann. Ah ne, die kommt jetzt hier. Aber er konnte mich nicht absetzen. Ui, da bist du ja du bist ganz komisch hängen geblieben dort und dann den Frisixi gemacht. Es sah auch sehr buggy aus, das gucken wir uns nochmal an. Ja, eigentlich nicht, ich bin ja da genau auf diesem Game Ding gewesen. Schauen wir uns das mal aus der Third-Person-Sicht an. Naja, du bist da aufgesessen und dann hast du den Williams einmal drehen lassen. Aber hattest Glück, du konntest weiterfahren. Ja, dass ich mich da immer vollends gedreht habe. Ja, bist du aufgesessen auf dem gelben Körper. Hat man jetzt in der Third-Person besser gesehen als in der TV-Ansicht. Aber ja, es war jetzt nicht so viel Spektakuläres dann schlussendlich. Ich glaube ja, die so hier Runde 8 war so das letzte jetzt dein Dreher. Hätte man auch sagen können, da hätte man auch so ein Rennen wie jetzt in der Neuzeit haben können, da passiert ja nicht allzu viel. Die Strecke sieht ja schon nach Neuzeit aus. Ich glaube, das Replay-Kino können wir zumachen, weil dann ist in den letzten zwei Runden nichts mehr passiert. Es war ja auch wie Neuzeit. Also wie ich da mit den Banden und alles, mit der Heineken-Werbung, das hat schon gepasst zur Neuzeit. Aber mir hat die Strecke gefallen, Joker, wie fandst du sie? Ja, die kann man auf jeden Fall auch mal wieder fahren. Gesch Park war auch lustig, also auch fahren, das Norwich, ja, auch mal mit einer anderen Mod testen. Aber ich denke mal, für die Folge können wir es gut sein lassen. Wir haben wieder lustige Action gesehen. Ich sag schon mal danke, Joker, dir fürs Mitfahren. Auch. Danke euch fürs Zuschauen und dann schauen wir mal, was wir als nächstes sehen werden. Und ich sag schon mal keep racing und auf Wiederlurke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssikowski.